Dann müssen wir der erste Klingelton im neuen Hause. Ja? Wo klingelt es? Ja? Ja. Dann darf ich Ihnen jetzt heranbitten. Stielerhaus, heute präsentiert worden, um in wenigen Wochen, sagen wir mal spätestens zum August, dann auch wirklich als ein Ort der Begegnung in Betrieb gehen zu können. Und das sollte eigentlich den ganzen Tag offen sein, also von 7 Uhr bis spät abends, ja, 10 Uhr spätestens natürlich. Ja. Und dieser Ort der Begegnung, wie er schon bei Stieler einfach war, die haben ein großes gastliches Haus geführt. Selbst Ludwig I. kam dann immer regelmäßig vorbei, hat seinen Hut hier aufgehängt, wie Stieler dann in einem netten Gedicht auch beschreibt. Ja. Oder es hat Felix Mendelssohn Bartholdy dann auf diesem Klavier gespielt, ja, und Sie hören das ja noch, ne? Also irgendwo funktioniert das Ding auch noch, ja. Wir müssen jetzt mal mit dem Fachmann dann schauen, wie weit das Sinn macht, das wirklich gut nachzustimmen und was draus zu machen, ja. Und leider war ja der Beethoven wohl nicht hier, den wir hier so schön auf einer Tasse sehen, ja, aus dem Beethovenhaus in Bonn. Und das ist für mich einfach das beste und das schönste Bild von Stieler, weil hier die Missa Solemnis so ganz lebendig man sich vorstellen kann, wie die da entstanden ist. Und Stieler war der Meister, der Beethoven als einziger wohl bei Beethoven verstanden hat, den zu einem Stillhalten zu bewegen. Ja? Das heißt, viermal hintereinander ist er wohl für ihn gesessen und hat dann dieses dramatische Bild machen können, was sehr ungewöhnlich war. Bei Beethoven hat sich also sonst nie zeichnen lassen und nie länger irgendwo stillgesessen. Ja. Auch Goethe war ja ein großer Fan, die haben sich ja geschrieben von Stieler. Also hier hat sich was gerührt und wenn man ein Stück von dem wieder an den Tegernsee holen können, wenn das hier wieder so eine kleine geistige Regeneration bedeuten kann, und wenn es nur bei der Tasse Kaffee ist, aber vielmehr bei einem fantastischen Menü von Giuseppe oder anderen Köchen, die wir dann als Gastköche hier hoffentlich haben werden, ja? Und bei einem Stieler Kuchen, bei einem Stieler Cocktail, werden wir natürlich die Leute bitte mit ihrer Erinnerung dabei haben. Ja, das macht erstmal uns jetzt ist eine große Aufgabe, das Ganze so hinzukriegen. Und da eine runde Geschichte dran. Sie nochmal so aus dem Hintergrund heraus erläutern, was wäre da als sich unter einem bekannten Schrift. Das kann ich leider nicht mehr nachvollziehen. Es war wohl auch die Familie Stieler und Freunde, die sich auf diesem Spielbrett verewigt haben. Mit dem Tegernseer Wappen zum Beispiel. Mit dem Tegernseer Wappen, ja. Mit verschiedenen Liedzügen, Noten, ja, die hier ein- und ausgegangen sind. Aber da brauchen wir wahrscheinlich eine Flasche Wein und dann entziffern wir das alle. Juli, 25. Juli, 04. Naja, aber wer waren die Bewohner zu der Zeit? Das ist immer so ein bisschen die große Frage. Und der Ludwig Sojan, ne? Aber es ist tolle Schrift und man wird sie wirklich mal ganz. Und das Schönste ist eigentlich hier ein Notenbild. Ja? Das gehört mir ja ganz gut. Ich kann es noch nicht gleich nachsingen. Aber das sind so witzige Hinweise und eben diese Tegernseer Decken. Nie vorstellen können, dass man so einen grünen Anstrich da hat. Aber auch dies ist wieder, das sieht man ganz links an dieser kleinen Muster. Das hat der Befundmensch, der wirklich gut ist und wirklich sehr sorgfältig. Es hat das als die Originalfarbe entdeckt und daraus ergibt sich diese grüne Farbe. Ja? Und diese verrauchte Auskleidung, die ist tatsächlich, also alles verraucht gewesen, auch noch jetzt in den letzten Wochen. Jetzt ist halt ein bisschen aufbereitet, dass so ganz gut wirkt einfach. Ja. Aber wir werden es hoffentlich in Betrieb nehmen und dann werden wir unseren eigenen Rahurs wieder drauf erzeugen. Ja. Bitte geben Sie wirklich Obacht mit Ihrem Kopf, ja, weil das ist das Gefährlichste an dem Drum. Dass da für uns alle das zu niedrig angesetzt ist. Ja. Und also gerade der ganze Kamin, Sie werden es vielleicht am zweiten Stock dann umdenken, so ein gewaltiger Kamin, der da hinauf und hinaus geht. Ich
hatte ja gehofft, er sagt, wir haben einen bemalten Boden gefunden. Er hat gesagt, endlich kommt mein Stillergemälde. Wieder war es nichts. Das ist halt einfach im höfischen Parkett. Man hat versucht, ein höfisches Haus zu machen. Das war ja so ein bisschen der Stil der Münchner, kennen wir halt, gell? Die kommen raus und machen dann so etwas Besonderes. Ja? Und dann wird ein ganz toller Parkett mit Einlegarbeiten und so weiter gemacht. Und genau das haben die auf diesem Parkett, also auf diesem Boden drauf gemalt, und damit war der Eindruck eines Parkettbodens entstanden, eines schlösslichen Parkettbodens. Ja, und deswegen sage ich auch das Schloss, das kleine Schloss. Ja, das hat man ja zu der Zeit öfters mal gemacht, dass man einfach diesen dann farbig gefasst hat, um den aufzuwerten. Das ist genauso wie mit den alten Möbel, mit den Kammtechnik, Fichtenholz, und dann einfach diese Maserierung aufgebracht. Und man tut dann so, wie wenn das Nussbaum wäre oder hochwertige.